Lol. Zweirad. Ah, den muss ich schon noch vorstellen. Ah, leider. Ja,
Italien, wir sind in Deutschland zu Hause zu werben. Mensch. Was ist das für ein Quatsch?
Ach ja, ist wieder cool. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Leute, und seid recht herzlich gegrüßt und willkommen hier zurück zu einer weiteren Map-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zur heutigen Karte geht es um die Hagenstedt. Die kam mir heute im Modhub raus. Die ist verfügbar für PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One und Xbox S. Genau. Wir gucken uns die Karte mal ein bisschen an. Ja, die hat doch ein bisschen Ähnlichkeiten wie damals, die. Und ich zeige euch mal, was sie so alles hat. Genau. Ich würde mal sagen, wir starten hier am Farmhaus, so wie das aussieht. Ne? Hier spawnt am Anfang. Ne? Die hier, wenn die hier schlafen gehen. Ne? Und mit dem schönes Deko-Haus hier stehen. Ne? Dann könnt ihr euren Kleiderschrank öffnen. Könnt euch natürlich hier umziehen zum Beispiel. Dann habt ihr hier noch eine kleine Halle stehen, einen kleinen Unterstand. Ne? Und können dann halt zum Beispiel auch immer rumgehen. Ja. Und der ist auch ebenfalls sehr viel Deko am Start. Kartoffelschleuder steht hier auch noch rum. Eine alte. Ja. Und hat schon was. Genau, jetzt gehen wir mal gucken auf der Karte, was wir so alles haben am Anfang. Wir haben ja aktuell diese Parzelle in der Mitte. Feld 15 und 16. Und wie ihr seht, habt ihr sehr viel Veränderung hier auf der Karte. Ne? Also was ihr halt so optisch sieht. Ne? Und wir werden einfach sukzessive mal alles abgehen. Ja? Wir machen mal einen Hops und springen mal zur Werkstatt. Hier hoch. Ne? Und ihr seht ja hier ist ja jetzt der Hof. Ne? Und ich fange jetzt einfach mal hier an. Hier habt ihr auf jeden Fall Wasser. Dann steht der H2O-Tank. Ja. Dann ist das hier Dünger anscheinend. Da könnt ihr Dünger holen. Ja. Und hier habt ihr die ganzen Geräte am Start. Waldrad mit Welgerhänger und Frontgewicht. Dann haben wir hier ein Masse 3670 mit dem Rahmen, der Marabe-Ecke. Ein Steyr 8150 mit einem Düngestreuer hier. Und daneben haben wir noch Frontgewicht und eine Sämaschine. Ja. Und daneben haben wir ein Rostelmäsch mit unserem Schneidwerkswagen und dem Schneidwerk. Genau. So, das haben wir jetzt so alles am Anfang am Start. Ja. Des Weiteren haben wir hier jetzt noch einen Wassertank. Okay. Nur noch Wasser holen. Dann haben wir hier noch Saatgut anscheinend, wie es aussieht. Ja. Hier können wir natürlich nicht reingehen. Ja. Dann habt ihr so im Prinzip alles so wieder am Start. Des Weiteren haben wir hier, ist das? Könnt ihr hier anscheinend abladen. Okay. Auch schon sehr nice gemacht. Ah, okay. Hier haben wir Zuckerrüben. Ja. Könnt ihr hier hinfahren. Und hinten abgeben und hinten wieder auffüllen. Auch schon sehr, sehr gute Idee auf jeden Fall. Und hier haben wir Kartoffeln. Neue Kartoffeln. Ne, könnt ihr hinfahren und hinten wieder abkippen. Jetzt haben wir hier noch ein Silo stehen. Ich weiß jetzt nicht warum. Ah, genau. Hier haben wir unser Silo noch stehen. Ne? Das Multisilo HT. Oh, ein Multisilo. Nice. Sehr schön.
Und des Weiteren haben wir hier, was haben wir hier? Hühnerweide? Ja, genau, Hühnerweide mit 80 Hühnern. Ne? Auch sehr nice. Können wir auch reingehen. Ne? Auch schon sehr nice gemacht. Ne? Könnt ihr Hühner kaufen und ihn halt so füttern als Beispiel. Des Weiteren haben wir hier noch eine Tankstelle, sehe ich gerade. Ja, eine Tankstelle. Dann haben wir hier noch eine offene Halle, wie damals auch. Auch schon sehr nice, mit viel Deko hier. Sehr schön gehalten. Ja. Hier haben wir noch eine offene Halle als Unterstand. Dann haben wir hier noch eine offene Halle als Unterstand. Das ist hier bestimmt wieder der Ballenverkauf oder Strohverkauf. Ja. Hier noch eine kleine Hütte. Hier kann man leider nicht reingehen. Und was haben wir denn hier? Ah, hier ist die Werkstatt, okay. Ihr könnt da euer Fahrzeug anpassen. Könnt aber leider nicht in die Halle gehen. Naja. Genau. So, des Weiteren haben wir hier ja. Ja, Feld 16, Feld 15. Ja. Und jetzt gehe ich mal vor euch gucken, was wir denn so platzieren können am Hof. Was ihr für Mods so habt, die schon vorgebaut sind. Genau, ihr geht einfach bei Bauen rein. Und dann geht ihr einfach mal zum Beispiel bei Hallen rein. Geht immer da ganz nach rechts, weil da wird euch die Sachen angezeigt. Und dann haben wir hier vier verschiedene Sachen von Lizard, Hofgarage, zwei Stück, zwei verschiedene. Ja. Einmal die da, ja, als Beispiel. Dann haben wir die hier noch, die lange, die da hinten steht. Und die hier, die im Prinzip da steht. Genau. Silos haben wir hier auch wählbar. Fangen wir mal hier an. Durchfahrsilo. Ja, auch wieder hier in altbekannter Tradition. Das haben wir, das ist Standard, das hier ist auch Standard. Multisilo, ne, mit 1 Million Liter. Kartoffeln und Rübenlager, das steht ja hier. Kartoffeln und Rüben. Kalk und Hackschüssel, genau, für Kalk und Hackschüssel. Ne. Zuckerrohr und Zuckerrübenschnitzel, genau. Mischration und Silagelager. Oh, nice. Mischrationslager, okay. Und Misshaufen mit 4 Millionen Liter und Lager für Trauben und Oliven. Gut, okay, ist halt Geschmackssache, ob jetzt jemand Trauben oder Oliven machen will. Ja. Das heißt, dann haben wir hier nichts. Jetzt können wir mal Silo-Erweiterung gucken. Da haben wir wieder eine große Silo-Erweiterung mit 300.000 Liter. Kann man hier hinstellen. Zum Beispiel. Oder ein Misthaufenaufbau mit 4 Millionen Litern. Das heißt, dann haben wir hier Container, hier verschiedene. Düngerauflagepunkt. Okay, da war ich ja fast richtig. Dünger, genau wie hier. Kleiner Kraftstofftank. Ah, Herbizid. Okay, das rote ist Herbizid. Okay. Herbizid. Saatgut. Steht hier oben an der Ecke. Und Flüssigdünger. Ach so, okay. Flüssigdünger und Herbizid. Okay. Dann haben wir bei Tools Weber die Werkstatt. Ui, die große Werkstatt. Die kleine Werkstatt. Fahrzeugwaage noch einzeln Weber. Und alles andere ist da Standard. Dann haben wir hier verschiedene Farmhäuserweber. Hm. Nehmen wir das. Das. Das hier. Das. Das. Und das hier. Genau. Produktion haben wir hier auch Standard, glaube ich. Ich sehe gerade, ihr könnt hier auch noch wieder weitere Produktionen hinstellen. Eine Molkerei. Spinnerei. Hm. Verkaufspunkte sind gleich. Gewächshäuser sind auch gleich. Plantagen auch. Generatoren auch. Tiere sind auch gleich. Ja.
außer hier, hier haben wir ein Schafweide mit 100 Schafen. Die können wir hinstellen. Hühner ist gleich, Bienen sind gleich, sonstiges. Dekoration natürlich auch. Genau. So, jetzt fangen wir mal oben an. Ganz hier oben beim Hafen, glaube ich. Ja. Sägewerk. Ja, da könnt ihr wieder das Sägewerk kaufen für 100.000. Ja. Schöner mal Hafen hier, wie es hier so knallt und bummt. Ne? Ja. Hier kommen die Hackschnitte raus. Und halt auch hier, wie gesagt, wieder hier Holz hinfahren und so weiter. Hier oben haben wir nun einen Verkaufspunkt vom Hafen. Könnt ihr Getreide hinfahren zum Beispiel. Und wie ihr seht, ihr habt auf jeden Fall jede Menge Deko. Ja. Jede Menge Deko. Sehr, sehr nice. Schöne Brücke hier rüber. Ja. Hier ist so ein kleines Plateau, Campingplateau. Wie damals auch, natürlich auch. Dann kommen hier verschiedene Felder. Wie zum Beispiel ein Feld in den Boden eingelassen. Ist auch schon sehr nice gemacht mit der Steinmauer. Da hat der Modder auch sicher Arbeit gemacht, also gut ab. Hier ein Elektrokastenhaus. Ja. Stromleitung. Und gucken, ob die jetzt Colli haben. Gehen hier hoch. Ja, die haben Colli. Okay. Dann haben wir hier noch so ein Steinplateau, sage ich jetzt mal so. Ja. Verschieden. Hier haben wir noch eine Halle. Offene Halle, zwei Stück. Dann haben wir haben hier Produktion, Tankstelle, Verkaufsstelle. Ja. Genau. Wie seht, hier sieht man auch schon sehr viel an Deko drin. Ja. Saatgutaufladepunkt haben wir hier. Landhandel, Treibstofftank, Flüssigtank. Ja. Könnt ihr hier wieder alles tanken gehen. Ja, hier unten an der Ecke. Ja. Hat schon was. Des Weiteren haben wir hier oben noch ein paar Felder. Ne? Dann ist hier, glaube ich, noch eine Stadt. Hier haben wir eine Gaststätte, da könnt ihr auch Sachen verkaufen. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Ah ne, hier war ein Campingplatz, okay. Ein Campingplatz. Ne? Mit ein bisschen Wasser hier um die Ecke. Ne? Des Weiteren haben wir hier noch ein paar Steine rumliegen. Ne? Hier liegen noch ein paar Kisten rum. Dann haben wir hier die Biogasanlage. Und die könnt ihr, wie gesagt, auch wieder kaufen. Habt ihr hier wieder vier Silos? Okay, können wir da hingehen? Genau, ja, Kraftstofftank und Kalkstation haben wir hier. Ne? Können wir, wie gesagt, die schönen Silos füllen. Ne? Ist auch schon, wie gesagt, sehr interessant. Müssen wir mal gucken, je nachdem, ob alles eingeschaltet ist. Ja. Und ihr könnt jetzt das Land wieder kaufen. Jetzt wiederum das Land, eben war es jetzt wiederum was anderes. Ja. Und ihr könnt halt das immer kaufen oder verkaufen. Ja. Als Beispiel. Können wir zum Beispiel mal so Folgendes machen. Wir können uns mal ein bisschen Geld leihen hier. Als Beispiel jetzt nur mal ein bisschen Geld leihen, sodass man im Prinzip mal so als Veranschaulichung mal die Biogasanlage mal holen könnte. Sag ich jetzt mal einfach so. Ja, weil ihr müsst hier dieses Mal und müsst das Land wieder kaufen. Genau, hier kaufen. Ja. Dann habt ihr die Biogasanlage 250 kW. Ja. Könnt ihr hier auch reingehen. Und dann könnt ihr halt Silage machen, Gülle, Mist und Zuckerrübenschnitzel. Kriegt ihr halt wieder raus Methan und Gärreste. Zyklen pro Monat sind 24. Das geht. Ne? Und hier könnt ihr halt eure Gärreste dann rauspumpen. Als Beispiel. Genau. Jetzt ist mal die Frage, ob man das wieder verkaufen kann. Nein. Also ihr müsst auch darauf achten, wenn ihr das kauft, dass da nicht mehr drauf steht und ihr es verkaufen möchtet.
So, des Weiteren haben wir ja hier in der Mitte den Fahrzeughändler. Auch wieder sehr nice gemacht. Ne? Wie damals auch. Kraftstofftank haben wir hier gegenüber auch noch stehen. Ne? Dann Tankstelle. Fahrzeughändler für alle Marken. Ne? Dann kann man hier Finanzen wieder ansehen. Und können wir hier die Sachen angucken. Wir sind im Prinzip jetzt so Holzmodelle hingestellt. Ja. Die sehen halt von außen anders aus. So 3D-mäßig. Ja. Da geht das ja. Genau, hier kommen halt die Fahrzeuge hin. Des Weiteren haben wir hier noch. Ich gehe jetzt einfach mal hier so runter. Die große Molkerei. Ne? Die könnt ihr ja auch kaufen. Supreme Milk. Ne? Habt ihr natürlich auch viel Platz hier zum Wenden, zum Drehen etc. Ne? Können wir mal vor unten gucken. Ne? Hier wieder schön in Eck gesetzt. Dann habt ihr hier wieder so Wege, die hier so hochführen. Ne? Dazu kommen wir dann hier hoch. Hier haben wir wieder auch Dünger, Saatgut, Gartencenter. Er bezieht und ein Gartencenter zum Verkaufen. Ne? Und dann haben wir hier noch einen Misthaufenaufbau. Genau. Dann machen wir hier mal das Feld verkaufen. Und kaufen einfach mal hier unten das. Und da kommen wir wieder eine Kuhweide. Ne? Wie damals auch. Schön hier, hä? Mu. Kuhstall. Mit 200 Kühen. Also Kuhweide mit 200 Kühen. Ne? Und die Kuhweide müsst ihr diesmal auch mit Wasser füllen. Hier kommt ihr Wasser hin. Und hier kriegt ihr euer Mist hin, wie damals auch. Ne? Eine Kuhweide. 200 Stück gehen hier rein. Können wir mal Kühe mal kaufen. Zum Beispiel. Hier kommt euer Futter hin. Und hier kommt, wie gesagt, die Gülle hin. Ne? Und hier könnt ihr halt eure Milch abtanken. So sieht es halt das Ganze von oben aus. Ne, wie damals auch. Wie gesagt, die Kühe brauchen diesmal Wasser, weil es eine Kuhweide ist. Ne, da sind sie ja draußen und dann würden sie ja gern Wasser haben. Weil im normalen Kuhstall das Wasser von automatisch geht. Genau. Des Weiteren hatte man ja hier noch auch noch was verbaut. Ne? Und wenn man zum Beispiel mal hier wieder verkauft. Und gucken wir mal. Weil wir haben ja sehr viel schon gehabt hier auf der Karte. Ne? Und da gab es ein paar Stellen, die versteckt waren. Deswegen cheat mal ein bisschen Geld hier. Oder verkaufen wir mal ein paar Gerätschaften. Zack, zack. Genau. So kann man halt auch unseren ankaufen als Beispiel. Ja. Und können auch sehen, dass wir hier wieder einen Schafstall haben, wie damals auch auf dem Plateau verbaut. Ja. Nein. Genau. Und muss halt den Schafen auch wieder Wasser geben. Ja. Könnt ihr hier die Schafe kaufen? Immer mal so rüber. Aber so quer durch. Weißt du, damals ja die Karte hier verbaute Tierstelle habt, verteilt, weil die Karte auch schon groß war, damals im 19er. Und ihr musstet halt dann das Gelände kaufen, um die Sachen zu haben. Ja. 100 Schafe gehen hier rein. Geht auch. Geht's okay. Dann habt ihr ein bisschen Deko hier rumstehen. Und so weiter und so weiter. Was haben wir denn hier noch Schönes stehen? Ah, Werkstatt, okay. Hier kann man aber nichts machen. Warum nicht? Vielleicht ein kleiner Fehler. Kann auch sein. Na, hier ist eine große Werkstatt hier bis hier oben hin. Ja. Ach, hier. Ah, okay. Hier kann man dann was machen. Okay.
Hier kommt dann halt das Gras hin, zum Beispiel, und hier habt ihr halt ein Lagersilo. Die Frage, wo jetzt die Paletten spawnen. Ich denke mal, wieder gesagt, wieder bestimmt hier vorne irgendwo. Ach ja, genau, hier ist der Trigger, sieht man ja. Ah, sieht man ganz schlecht. Aber das geht. Das geht. Genau. Der ist hier versteckt ein bisschen. Aber es ist okay. So, das heißt, dann haben wir hier noch. Oh, die Karte kostet so 8 Millionen Euro. Okay. Hier noch ein paar Sachen. Dann wollen wir mal hier rüber gehen. Ein Häuschen könnt ihr kaufen. Hier sind so Brücken dabei. Hier ist nur eine halbrunde oder halb offene Halle dabei. Und da geht es hier so runter. Natürlich sehr nice gemacht. Zug ist hier auch, aber ich weiß nicht, ob dieser fährt. Und habt natürlich hier wieder eine offene Halle. Eben der Mais. Ja. Kann man mal gucken, was das ist. Ja, Viehmarkt ist das hier. Ihr könnt euer Vieh kaufen. Hühnerweide, Kuhstall, Schafstall. Ja. Als Beispiel. Ja. Dann haben wir hier Güterbahnhof zum Verladen von den Sachen. Ja. Könnt ihr einfach hinfahren und verkaufen. Ja. Getreide, 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 Getreide. Genau. Hat man auch schon sehr, sehr nice gemacht hier mit Prellbock und Co. Hut ab. Hut ab. Ja. Kann man einfach hier hinfahren und die Sachen verkaufen. Ja. Was haben wir denn hier noch in der Ecke stehen? Ein Kraftstofftank. Okay. Hier mal ein Telefon. Ah, hier kann man wieder Finanzen ansehen, okay. Ah. Auch schon. Hat schon mal. Cool. Des Weiteren haben wir hier oben noch ein großes Feld. Ne? Und kommen wir hier in die Mitte. Haben wir hier eine Mühle. Ne? Eine schöne große Mühle. Verkaufspunkt. Ne? Als Beispiel. Dann kommen wir hier hin. Hier haben wir noch einen kleinen Kraftstofftank. Bindfaden, Großhändler. Und natürlich die Spinnerei. Ja, auch schon sehr nice gemacht. Und, oh. Dann sind wir wieder hier am Hof angelangt. Des Weiteren haben wir noch ein paar Sachen vom Hof selber. Geht ihr einfach mal bei Mods DLCs. Da habt ihr hier dieses Pack. Da haben wir einen Düngestreuer. Das war schon DLC. 3500 Liter. Wiegt 500 Kilo circa. Und hat eine Arbeitsbreite von 42 Meter. Bei 18 km/h. Arbeitsgeschwindigkeit. Okay. Den Mod habt ihr halt auf der Karte schon verbaut. Und die Karte hat aktuell nur 696 Slots. Trotz, dass ihr die Sachen alle schon verbaut habt. Und das muss ich echt schon sagen. Das ist echt schon sehr, sehr wenig für die Sachen. Ja, also, was dann angeht, hier. Hut ab. Hut ab. Ja, also, wie gesagt, eine schöne Karte. Wer die kennt aus dem 19er, hatte ich auch schon sehr gern gemacht. Also, ich habe es auch sehr gern gemacht. Ne? Die Karte hier wurde ein bisschen verändert. Ne? Wie ihr das seht. Ne? Aber ist auf jeden Fall sehr nice. Von klein bis groß ist hier alles dabei. Ihr könnt hier Holz machen, ihr könnt hier halt Deko machen. Ja. Ihr habt halt hier noch diese Felswände, der Shop, dann die Stadt hier unten. Ja. Und ihr habt halt noch helferfreundliche Felder. Ihr habt eine Biogasanlage auf alt getrimmt, von damals noch, mit den Fahrsilos. Und habt natürlich verschiedene Verkaufspunkte, Kaufpunkte, ja, und so weiter und so fort. Wie gesagt, ist auf jeden Fall wieder eine interessante Karte. Muss ich nicht mehr sagen. Hat schon was. Genau. Hier ist oben der Hafen. Könnt ihr auch Sachen verkaufen. Und, wie gesagt. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Und falls ihr dann noch dennoch Fragen habt, Anmerkungen oder gern mehr, könnt dies gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao, ihr Lieben.